My stomach is growing, honey. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Hallo Leute, jawohl, erstmal hier Salz rein in so einen Topf mit Wasser hier. Irgendwie ein bisschen, damit's ein bisschen kocht hier. Und jetzt hier, Tatatori-Nudeln hier. Tratoni, 250 Gramm. Ja, diese Nudeln da rein. Na dann, Freunde, ja, angeboxt hier. Ein paar Minutes hier, was da auf der Packung steht hier, ne? So, hier al dente hier. Wenn nicht ganz al dente, auch nicht schlimm, ne? Wenn noch ein bisschen fester sind. Ja, wir sind ja noch nicht fertig mit der Nudel-Crew. Nudeln wieder rein in den Topf. Sugar für die Girls rein, aber diesmal Sahne reingepackt. Ja, und dann einfach Mozzarella, hier eine ordentliche Ladung hier. Also einen tiefen Teller voll Mozzarella, irgendwie. Dort Rum. Und jetzt hier den Reggae Rub. Hinterher Lunsen hier. Kleine Flamme drehen hier. Quasi ein bisschen umrühren natürlich, ne? So, haben wir es gleich. Ja. Mac and Cheese hier. So Macaroni-Nudeln jetzt ja, ne? So, Freunde. Und nun, Deckel drauf. Heat reduzieren. Haben wir gemacht. Und hier kommt das Bacon-Netz natürlich, Freunde. Aus Folge 172, Boys and Girls. Wer es nochmal in langsam sehen will, ne? Wie das geflochten wird, lunzt da nochmal rein. So, da ich das schon so oft gemacht habe, wird es ja jeder kennen. Ja, und nun, Freunde, hier. Hack nehmen, gemischt hier. Halb und halb. Freunde, ungefähr ein Kilo was. Kilo Hack. Und Bacon habe ich ungefähr auch ein Kilo benutzt. So muss es sein. Nämlich das Hack zum Bacon-Verhältnis muss ungefähr gleich groß sein. So, angedrückt hier. Ein bisschen Hack hatte ich noch übrig hier vorne. Ihr seht es da hinten in der Ecke. Hätte ich theoretisch auch noch untergebracht, aber ich wollte mir morgen noch einen Burger machen. So, mein Pfeffer hier. Pfeffermischung nehmen hier. Johnny's Ultimate Pfeffer. Ihr könnt natürlich eure x-beliebige Pfeffermischung nehmen, aber ihr wisst, kauft Johnny's. So, und nun, wow, yeah, ja, der Käse ist geschmolzen hier, so eine Käsematsche hier, wenn man es hier so hat. Einfach da drauf. So, oh, der zieht Fäden, Freunde, ja, da muss man ein bisschen nacharbeiten hier. Oh, sehr gut hier, da. Ein bisschen glatt streichen hier, so. So, da schlägt schon die Cam, Freunde, ja, sehr gut. Oh, den Löffel schön da reinlümmeln. So, wenn wir es auch reingelunzt haben, kann gleich gerollt werden, Freunde, ja. Ja, ein bisschen Backpapier hatte ich drunter gelegt, ihr wisst warum. Da kann man so ein bisschen besser den Start machen von der Rolle, ne. So, jetzt kann man mit der Hand hier weiter knobeln, ne. Und schön pressen und umlunzen hier. Oh, geglückt. Genau passend. Jetzt die Seiten noch ein bisschen reinstopfen, die Nudeln hier, und ein bisschen schließen hier. Na, da muss man ein bisschen fummeln. Aber es geht, man kann auch zur Not ein paar extra Streifen Bacon noch darüber streifen. Oh, Sicherheitsstreifen quasi, ne? So, habe ich hier gemacht hier nochmal. So, ja, sieht doch gut aus hier. Da kann das Gefährt auf den Grill, Freunde. So, hier. Indirect Heat, links und rechts die Kohlen hier. Greg Fire hier. Habe ich auf jeden Fall linkt unten drunter, falls einer fragt, wo wieder die Kohlen her sind oder so. Hier, yeah. Link in der Box. Ansonsten normale Kohlen tun es natürlich wie immer auch. So, Deckel drauf, aber die qualmen halt so nicht. Ne? Bisschen anheizen, so, haben wir das Ding hier auf 180 Grad ungefähr. So, ich hab da hinten die Aluschale, war natürlich als Fettfang. Oh, ist geglückt. So, ich schieb's noch ein bisschen passend. Ja, perfekt. Ja. Deckel drauf hier. Lüftungsschlitze in der Mitte. Perfekt. Und hier, wow. 1,5 Stunden später. Wow. Boys and Girls, sieht das gut aus? Oder sieht das gut aus? Aber wir sind noch nicht ganz fertig mit der ganzen Lümmeltüte hier. Ja, mit dem Prägel bin ich noch nicht fertig. Barbecue-Soße eurer Wahl. Nehmt eure Lieblingssoße am besten. Das soll euch auch schmecken, ne? Ja, und dann hier einpinseln. Ja, ganz genau. Die Fans haben sich zwar eine eigene Johnny-Barbecue-Soße gewünscht. Ich habe auch ein paar Rezepte, Freunde.
Ihr kennt das ja, ne? Aber vielleicht irgendwann mal bringe ich auch mal ein Süßchen fürs Höschen raus. Aber warten wir mal erstmal ab. Wow, nochmal. 15 Minuten später nochmal einen Pinsel rausholen und drüber streichen. Jawohl. So muss das sein. Dann backen wir das noch ein bisschen weiter, Freunde. Ja. Oh. Fantastisch. Deckel drauf. Ja. Pfanne raus hier. Butter rein hier. Ja, ruhig reichlich hier. Das schadet nicht. Ein paar Burgerbrötchen hier. Folge 214. Ja, ganz genau. Die sind mir richtig gut geglückt hier, die Dinger. So. Hatte da so einen Ring für die Brötchen. Aber das zeige ich euch demnächst. Boah. Vorsicht, werden schneller schwarz als man denkt. So, raus damit mit den Lümmeln. Du auch noch. Ja. Klar, die nächsten rein. Fehlt eigentlich noch ein bisschen Butter, aber das managt sich schon. So, Brötchen fertig. Faustgirls. Hat jetzt zwei Besuchergirls, zwei Fans vor Ort. Und jetzt werden die aufgeklappt und der Deckel hier mit Barbecue-Sauce ein bisschen bestrichen. Unten drauf keine Sauce, aber ein bisschen Salat für die Girls. Ihr habt es eben gesehen. So, kommt schon. Schön zubauen hier, das Lümmelgerät. So, alles hier begrünt hier. Gott, sieht das schrecklich aus. Ja, meine Güte. Da muss erstmal Johnny wieder her. Hier ist er auch schon, der Prängel. Ja, der wird das managen hier. Wow, das sieht gut aus. Freunde, schnell gemacht und lecker. Ganz genau, wie vom Bäcker. So, runter damit, Baby. Und dann, wow. Ja, ich säg das Gefährt mal an. Dank den Nudeln bleibt der Käse auch da, wo er ist, Freunde. Die natürliche Blockade. Boah, sieht das gut aus. Boah, ich säg noch mal ein paar vorher. Schön dicke Scheibchen abschneiden hier. Ungefähr 1,5 Zentimeters. Hier geblieben, mein Freund. Und zack. Rauf damit auf unseren Burger. Ja, hier ist ein bisschen angebrochen, aber macht nichts hier. Da wollte der Käse ein bisschen raus. Ich hab's mit Soße repariert. Jetzt kommt er ein bisschen raus. Aber ja, durch ein Wunder, es bleibt irgendwie ganz. So. Drauf damit hier auf den nächsten Burger. Na gut, hier läuft's ein bisschen runter, mein Gott, egal. Da saut man sich halt ein bisschen ein. Aber der sieht gut aus, der bleibt ganz. Ihr seht, schön geschlossen. Optimales Ergebnis. Zack. Ab auf den Schieber. Jawohl, hier. So wird's gemacht. So, jetzt ein paar Tomaten drauf hier. Ja, für die Girls hier, die noch ein bisschen was fürs Auge kriegen. Und ein paar Zwiebeln für die Boys, ja. Ordentliches frisches Zwiebelchen, da sagt keiner Nein zum Fleisch. Deckel drauf. Jawoll. Ja, der Bacon Bomb Burger ist startklar hier. Der Mac and Cheese Bacon Bomb Burger. Oh ja. Yeah. Ja, hier das gleiche Spirenzchen wieder. Und Deckel drauf hier nehmen. Umgeklappt. So, jawohl, dritte Hand hilft mir ein bisschen hier. Ja, sonst managt man das ja alles nicht hier. Blinky rechts im Bild, die wartet schon. So, Freunde. Johnny's Bacon Bomb Burger. Ballert's euch rein. Ordentlich cheesy, würde ich sagen. Und Macaroni. Ich nehme erstmal einen. Alle hinterher, Freunde. So, du darfst auch noch mal zugreifen. Aber Teller kommt. So, ab in den Hals, Freunde. Boys and Girls, ballert's euch rein. Ich hoffe, der Spaß hat euch gefallen. Abonnation nicht vergessen und lasst den Daumen nach oben brennen. Bis bald.